Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Wir haben Treasure. Statue eines Berserkers. 100k. Und ein Reisegewand bei fast 30k. Diese Kleidung gehört seit jeher zur Garderobe von Weltreisenden und Vagabunden. Und ein Bronzeschild mit 60k. Ein matt schimmernder Schild aus in Form gehämmerter Bronze. Und ein seltenerer Schatz, eine Figur, eine Statue von Jule Magus. Über 1,5 Millionen. Die Statue eines mächtigen Monsters. Wow. Und dieses Kleid am Anfang, das hatten wir irgendwann schon mal gefunden. Deshalb wurde uns das nicht gezeigt. Ja, wir haben auch noch ein Bärgeld, das poliert wurde. Schön. Und nicht nur das, sondern... Oh, lass mich doch mal ausreden, verdammt! Kommen da die nächsten Gegner auf uns zu? Die morgengrauen Mobster. Unsere Peitsche? Nein, das gibt's nicht. Nichts gibt's hier geschenkt, du. It's my treasure. What? 85? 54? 54? 58? Habe ich 85 gesagt? Ich meinte 58, lol. Das ist viel zu hoch. Wow, und instant tot. Golemin ist einfach instant down gegangen. Ich hab keine Kugel mehr kaufen können. Ich hatte keine Zeit. Verdammt! Naja, aber auf jeden Fall. Stufenaufstieg, schön. Auf jeden Fall wollten wir heute das letzte Steinchen, den letzten Drachenstein sammeln, der sich in der Wüste befindet. Aber bevor wir das machen, musste ich noch einen Golem befreunden. Hat er mich erwischt? Oh, Mist. Ich bin gestorben. Fein. Ah, Mist. Ja, das dachte ich mir schon, dass das passiert. Hab mich leider im letzten Moment noch erwischt. Wo ist denn mein Schatz? Muss ich wohl noch was dazwischen kriegen? Hier. Ja, komm, das geht noch. Das ist easy. Die Schätze zurückzuholen ist tatsächlich einfacher, habe ich das Gefühl, als der Kampf um den Schatz. Aber gut. Alter, was zur Hölle? Hier sind 3 Silberschätze nebeneinander. Was? Ich habe einen Ballon entdecken können. Hier an dieser Stelle. Ihr wisst schon, wo das ist. Da vorne ist direkt die Base. Irgendwo da vorne. Da. Ein bisschen weiter in der Ecke. Ist einer von den Ballons. Ja. Noch ein Ballon entdeckt. Und zwar hier, Genickgrube, ganz da unten. Bestimmt, ich habe noch ein paar neue Schätze. Okay, der Schlüssel scheinbar nicht, aber der Rest sollte neu sein, alles. Eine Tourbahn, schon fast 70k. Eine Stoffbahn, die um den Kopf gewickelt ein gewisses Maß an Schutz gewährt. Die Karte Hildas Herberge aus Dragon Quest 9. 52k, eine Sammelkarte, die zu einem beliebten Spiel aus einer anderen Welt gehört. Federkappe, 50k, ein mit den Federn eines fliegenden Freundes verzierter Hut. Und Schleimfeier-Karte, fast 70k. Ein Haarband für 40k, dieses alltägliche Accessoire hält die Haare zusammen und schützt Geister den Kopf vor Schlägen. Eine seltene Karte. Dunkler Drang, 50k. Wow. Und seltene Schuhe, die ziemlich cool aussehen. Flügelschuhe. 1.600.000. In die Absätze dieser Schuhe wurden durch Magie die Kräfte eines merkwürdigen geflügelten Geschöpfes angearbeitet. Ja. Klasse. Sag mal anziehen und dann rumfliegen. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass wir hier schon mal waren, bin ich jetzt hier trotzdem nochmal angegangen. Genau, hier ist nämlich der Steampunk. Der ist aber stärker geworden, glaube ich. Da fällt mir ein, wir können noch gegen diesen Feuergegner kämpfen im Feuergebiet. Wo wir den allerersten Fahnenschein gefunden haben. Naja, mal gucken, ob wir den kämpfen oder nicht. Jedenfalls, die Tafel haben wir anscheinend nicht angesprochen, aber ich denke eigentlich schon, aber egal, lesen wir sie jetzt. Die Drachendolche, eine blaue und eine rosafarbene Klinge, repräsentieren die letzten Wünsche von Madra und Patra und müssen auf ewig zusammenbleiben. Wer ist denn Madra und Patra? Warte, Madra und Patra, also Mama Drache und Papa Drache? Eventuell? Vielleicht? Könnte sein, oder?
So, ich hoffe doch mal, dass der Golem nicht zu viel verlangt. Ein Monster hat von den Händen gehört. Wow. Gifty. Süß. Lebert. Oh, wir hatten hier noch einen. Oh. Oh. Ah, ist auch egal. Wir müssen einfach nur irgendeinem Golem bekommen. So, da haben wir einen. Hetzi. Hescher. Nicht Kescher, nein, Hescher. Orion. Also ein paar von denen wären schon mal nicht schlecht fürs Team. Zum Beispiel Gifty. Tintensterz, weiß ich nicht. Protektori, ach stimmt! Ich habe auch noch ein Zirentur, ich habe vergessen. Das ist der Meuchler, von ganz am Anfang. Habe ich komplett vergessen. Jetzt ist er im Team. Yeah. Also mitkämpfen wir das hier bei uns nicht, aber... Ich glaube, wenn man ihn so früh es geht im Spiel rekrutiert, dann wird er sich extrem lohnen. Habe ich ja leider nicht gemacht, bin ich drauf gekommen leider, aber ich glaube, würde man das generell machen, wäre das ganz gut. Goldie, ich könnte ihn ins Team tun. Aber für Hetzi brauche ich noch zwei von diesen Gläsern. Das ist braune Flüssigkeit mit einem Zahnrad. Ich glaube, das kann man hier in der Kantine kaufen oder zumindest herstellen. Lass mal kurz schauen, ob ich recht habe. Das ist es doch, oder? Stellen wir direkt mal zwei her. Bon Appetit. Und dann müssen wir den haben. Dann heißt es, yes! Weil dann haben wir, soweit ich weiß, hier auch an der Base endlich alles gemacht, was wir machen können. So, Hetzi, ein da. Ich meine, schlecht wäre natürlich jetzt auch nicht im Team, aber können wir da nicht. Er ist für die Einrichtung super wichtig. Bam! Da, den Hetzi. Ich hetze ihn mal ein bisschen. Ah ja, genau, das ist ein Monster, hat sich gesucht. Ich werde natürlich sofort einarbeiten. Excellent. Ausgezeichnet. Wir haben alles beisammen, was wir benötigen, um mit der Arbeit an dem neuen Wohnheim zu beginnen. Wenn es dir nichts ausmacht, hier zu warten, dann gehe ich jetzt. Ciao. Back in a tick. Das wird nicht lang dauern. 2 Sekunden später. Und dann fertig. Und ja, es ist genau da, wo ich gedacht habe, wo es sein wird. It's ready. Gute Neuigkeiten. Das neue Wohnheim ist fertig. Das ging schnell, nicht wahr? Da ist jetzt reichlich Platz für jede Menge Neurekruten. Monster kann man nie genug haben, sage ich immer. Tja, wenn du mich fragst, ist in der Basis jetzt alles, was eine Mannschaft wie deine so braucht. Ich finde, darauf können wir so stolz sein. Vor allem träumen wir nicht alle zusammen und geben eine große Party, eine Betriebsfeier, um diesen Erfolg zu zelebrieren. Herr Stamprosius, Madame Blankenmanager und Axel will natürlich auch gerne mitmachen, wie du sie sicher sprechen kannst. Aber bevor die Feierlichkeiten beginnen können, benötigen sie all deine Hilfe, glaube ich. Vielleicht solltest du mit Einstein anfangen. Ich habe den Eindruck, er könnte noch etwas Unterstützung brauchen. Also du willst, dass wir eine Party machen, weil wir fertig sind mit all unseren Aufgaben. Aber um diese Party zu machen, müssen wir Aufgaben machen. Mhm. Wenn du jemanden passend gefunden hast, dann sprich einfach mit mir und wähle Partyplanung was. Die Party vorbereiten? Best of luck. Gruppenmonster Einstein. Herr Stein braucht ein bisschen Hilfe bei der Vorbereitung der Partydeko. Meinst du, du könntest ihm auf den Blitzekraten Todesprinzen besorgen? What? Anything else? Warte, wir haben einen Bewerber, ist doch ein Todesprinz. Moment. Ludwig! Und Mortus. Moment. Ja, den können wir schon mal machen. You're one of us now. I rise again? Ja, du lebst wieder, Ludwig von Deadhoven. Excellent. Aber was ist mit dem Mortus? Der braucht die... Boah, kann ich was merken? Grüne Tüte mit Blatt und braunes Gesicht mit 2 Nebulax nebenan. So kann ich es mir bestimmt Merci merken. Beaucoup. Es wäre sehr schön, wenn wir... Ah, ich brauche diese grünen Dinger da. Die hat doch bestimmt Axel im Handelszentrum. Bestimmt verkauft er die mir. Bestimmt. Ernsthaft? Okay, aber ich kann ja zumindest gucken, wo ich die geheime Gewürzmischung finden kann. Wird hauptsächlich gefunden im Kragenweiten und Hitzegrad. Ah, Mist. Weißt du was? Weißt du was? Ist schon okay. Komm, kannst ihn haben. Wie? Das ist kein Todesprinz? Das war doch voll ein Todesprinz. Aber das ist doch ein Todesprinz, oder? Warte, stopp. Die Gebühr dieses Monsters übersteigt deine Mitte. Du kannst es vorerst nicht rekrutieren.
So, ja, ja, klar, ich weiß. Das ist ein... Attribute, Zauber, Eigenschaften. Da steht doch nicht mal, ob es einer ist oder nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn? Hä? Oh, da war ein Schatz, aber egal. Ja, ich bin wieder an der Ort und Stelle, wo die meinen Schatz hin versteckt haben. Und dieser Level 48 gegangen scheint hier wohl zu haben. Wenn wir den Banner rausziehen, haben wir gewonnen. Aber um das machen zu können, müssen wir natürlich erstmal irgendwie rankommen. Und die lassen uns natürlich nicht ran, oder? Nee. Nee, sag ich mir schon. Die lassen sich einfach so ran. Wow! Wow, Mist. Hat mich voll erwischt. Hat mich voll erwischt. Okay, aber das geht ja noch. Die sind ja wie gesagt auf unserem Level. Ja, der ist ja schon down. Theoretisch müssen wir auch nicht besiegen. Ich ziehe einfach nur schon mal eben raus. Und fertig ist die Geschichte. Ich glaube, der Golem... Oh, der hat gar nicht schon zugehört. Wir haben alle besiegt. Oh, nett. Vielleicht soll man auch erst rausziehen, wenn man alle besiegt hat. Keine Ahnung. Die Stahlstachelpeitsche gehört nun wieder uns. Und dann sehen wir auch sofort, dass sie mehr wert ist. Cool. Wir sind noch gar nicht auf der Base, aber egal. Yay. Okay. Und nun machen wir auf dem Weg schnell rüber zum Winterteil, um genau an dieser Stelle. Ort und Stelle. Stelle. Aha, da oben also. Da waren wir wirklich noch nicht. Ich frag mich, wie wir das so einfach hinkommen sollen. Obwohl, das ist schon mal ein richtiger Schritt. Ja, doch. Oh, die Musik. Die klang gerade vom Anfang wie einer dieser Sad Songs aus einer der Dragon Quest Spiele. Ich bin mir nicht sicher, ob das Zufall war oder so sein sollte, aber es klang auf jeden Fall gerade so. Ja, hier ist irgendwo ein Treasure, kann sein. Ist mir gerade aber echt ziemlich egal, wer ich ehrlich bin. Eins, was mich interessiert, ist, dass wir das eben machen können. Und wir mit der Story weitermachen. Ich will jetzt den letzten Stein sammeln. Also den letzten Drachenstein. Und diesen Stein hier natürlich auch. Okay. Jene, die nach den Drachendeutschen suchen, müssen dies mit gegenseitigem Respekt und Mitgefühl tun. Sonst wird es ihnen nicht möglich sein, ihre wahre Macht zu verstehen. Damn, das wird auf einmal lieb. Ohne Witz, ich bin wirklich so froh, dass ich endlich alles da, was ich brauche. Hier dahin, geh noch dahin, geh noch hier hin, noch zum Winterteil, alles. Es reicht! Ich hab jetzt alles. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe, verflixt. So, und wir gehen natürlich dann direkt danach auch noch dort den Drachenstein holen. Bestimmt ist dann ein Kampf. Aber kommen wir erstmal hier. So, ich habe einen Golem für dich. Ja, doch habe ich. Und zwar den Schwachen hier. Den Lehmbert, der gehört jetzt dir. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du haben. Man sieht ihn zwar nicht mal, aber egal. Er ist zufrieden. Ich habe mich bewiesen. Der Bahnhof ist offen und damit sind alle Bahnhöfe offen. Unfassbar, oder? Aber es ist wirklich so. Alle Bahnhöfe sind offen. Und... untersuche das Monument. Höhe? Ist noch ein Mond. Okay, mache ich gleich. Ich habe noch eine weitere Mission, die ich jetzt sofort abschließen kann und auch jetzt sofort abschließen werde. Und zwar kurz Bescheid geben, dass ich alles gesammelt habe hier. Oder was halt gesammelt? Alle Züge hier freigemacht habe. Weil nicht nur hier kriege ich noch eine Belohnung, sondern ich glaube auch auf der Inner Base bekomme ich eventuell eine Belohnung. Wahrscheinlich einen Text. Ey, das ist geschafft. Boah, das ist krass. Was weiß ich. Jedenfalls wollen wir Bescheid geben. Herr Scheppermann! Oh, da sind alle Bahnhöfe für den Krankenweiten wieder einsatzfähig gemacht. Eine erstaunliche Leistung. Das dürfte es dir sehr viel einfacher machen, herumzukommen. Das Sanguini, dass du geholfen hast, zu verteilen, zu versorgt alle Züge der transdrakonischen Eisenbahn mit Energie. Diese Züge fahren auf sogenannten Blutlinien, die die ganze bekannte Welt durchziehen. Das Sanguini ist dem Erdboden selbst entsprungen und einst durch die Blutlinien geflossen. Aber als Eiladorada auf mysteriöse Weise verschwand, trocknete dieser Strom aus. Die Blutlinien funktionierten nicht mehr und alles war verloren. Also, ich habe dir eine Belohnung versprochen und halte mein Wort. Hier bitte. Danke, wir kriegen die Statue von Bahnhofvorsteher. Also von diesen schwarzen Leuten, die immer, schwarz gekleideten Leuten, die immer irgendwas haben wollen, damit man hinzu kann. Und leckerer Lebreis und...
Genau. Die Statue eines Roboters von der Art, wie sie in Drakonhits abgelegeneren Bahnhöfen postiert sind. Sie wurden vor vielen Jahren erschaffen, um einem Arbeitskräftemangel abzuhelfen. Und damit wären alle Bahnhöfe in den Kragenbeinen wieder betriebsfähig. Wow, eine mutige Arbeit. Ich weiß deine Mühe sehr zu schätzen. Herr Blechhammer wird bestimmt äußerst erfreut sein. Du sollst dich der Entschlüsselung begeben und ihm die Neuigkeiten ermitteln, dass du alles geschafft hast. Das letzte Ziel. Ja, bevor wir das letzte Ziel machen, machen wir erstmal das letzte Ziel. Und zwar den letzten Drachenstein. Ich will den jetzt haben. Meine Sammlung ist unbedingt nicht komplett. Ich werde mein Leben geben, damit meine Sammlung vollständig ist. Na gut, wir tun es ja auch irgendwie für die beiden Götter, die uns verfolgen. Katz und Maus, und Schwein. Die gehen mir sonst nicht weg. Und wir haben hier noch ein kariertes Banner. Wow, warum nicht? Nehmen wir mit. Bestimmt was wert. Oder auch nicht. Wie sieht einfach nur gerade aus für das Monument? Was? Wie komme ich denn da runter? Hä? Okay, Moment. Rival Gang? Soll ich dann kurz in die... Ja, weißt du was? Dann... ja, das überspringe ich für euch. Das ist ja... Oh, den Helm hatten wir schon. Oh, cool, Helm. Na gut. Versteckter Knopf! 30k. Der alte König Pharao hatte 4 Knöpfe und segnete 2 davon. Okay. Ist das ein Eishelm? Ein Eistopf? Kristallner Holzhelm! 1,7 Millionen! Dieser schlichte Kopfschutz besteht sonst aus einem ausgehöhlten Eichenstumpf und hier ausnahmsweise aus Kristallglas. Was? Okay. Eine Schatzkarte. Weltkarte! Steht da I, U oder IV? Über 400k. Die Karte in der Welt, in der sich unter anderem Samoxwa und Lysess Fair befindet. Ah, ja. Ah, damit uns die Diebe nicht mehr nerven, habe ich es mal eben abgegeben. Genau. Die Figur können wir auch schon mal werten lassen. Das ist 2,7 Millionen. Er möchte reden. Machen wir, wie gesagt, aber dann erst gleich. Muss ich jetzt sein. Wir gehen wieder zurück. Los geht's. Ich glaube, wir können einfach hier lang. Oh, hä? Was ist hier für ein Schatz? Ist das ein Silberschatz oder ein richtiger Schatz? Ich bin einfach gerade einfach nur vorbeigelaufen. Ich habe nicht mehr darauf geachtet, was die anderen sagen. Schau mal, ein richtiger Schatz. Oh, cool. Danke, Spiel. Wow. Find's super, wie man da rechts noch diese Hand sieht, die rausguckt. Boah, Level. Boah, Leo ist schon Stufe 50. Und da ist noch ein Schatz. Ha. Ich glaube, wir können aber wirklich einfach hier rüberfliegen. Und keine Sorge, ich werde direkt danach mal das hier untersuchen, weil das ist direkt da drunter, unter dem Boden. Bestimmt kommt man da irgendwie durch die Höhle hin. Also, durch irgendeine Höhle, schätze ich. Keine Ahnung. Aber von hier wohl eher nicht. Ah ja, stimmt. Und man sieht jetzt auch schon, wie die Map hier komplett ausgemalt ist. Nur vom Drachenschädel nicht. Aber das war klar. Drachenschädel. War für mich schon von Anfang an klar, dass das der letzte Ort sein wird. Prickelnder Power Punch. Power Punch, Power Punch. Und wir sind da. Ja, was geht ab? Ein Gewirr? Da drinnen befindet sich unser, unser Schatz. Ja. Na gut, speichere ich kurz ab. Dann versuchen wir das mal. Wir werden schon schaffen, oder? Ein Verlies. Ja, nur ein Verlies. So ein Verlies, wo man die Kraft verließ. Oh no. Ist die Musik hier anders? Bin ich sicher. Egal. Gehen wir hin. Wir sind auf unserem Level. Ich meine, okay, was sollten die sonst sein? Ich gehe immer auch davon aus, dass der Final Boss Stufe 50 sein wird. Vielleicht auch 55. Ha, da machen wir mehr Sinn. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Ja, danke. Ich hab's gerade gesagt. Sehr gut. 48. Wir werden schon sehr bald Stufe 50 erreichen. Und unbesiegbar werden. Muhahaha. Jetzt haben wir so ein böses Team. Aber nein, das ist gut. Das ist ja ziemlich gut. Da ist ein Golem. Aber wir haben einen besseren Golem. Wir haben nämlich Golem Mina. Zwar in niedrigem Level, aber unter meiner Kontrolle. Das sagt schon einiges aus. Oh, what?
Schon ein bisschen zu oft attackiert, glaube ich. Komm, Eric. Halt dich auf, bevor der Krempenkeiler dich sieht. Gut. Jetzt verschwinde, blöder Krempenkeiler. Bam. Und Leo ist down, glaube ich. Nee, noch nicht ganz. Kann ich dich heilen? Kann ich das? Bin ich dazu in der Lage? Ich glaube schon. 1, 2, 3, 4. Golemina. Du brauchst auch noch ein bisschen was. Zahniball. Krieg ich auch noch ein. Zum Schlucken. Wo unterwegs? Ich glaube, das hier wird 10 Ebenen, wenn ihr mich fragt. Wir sind jetzt Ebene 4. Oder es wird 5. 5 oder 10? Ich glaube, ja, 10. Ich glaube, das wird jetzt richtig krass, weil es ist ja auch storybedingt hier. Die nicht storybedingt sind, sind immer nur so 3. Bis maximal 5 Ebenen lang, glaube ich. Warum lebt er hier noch? Jetzt macht ihr endlich kalt! Muss ich aber mithelfen. Unfassbar. So, da lebt ja noch einer. Hä? Was soll das denn? Weg. Tschüss. Kusch. Danke. Okay, 5. Irgendwas mit Leben stand da. Das ist noch was anderes. Oh. Da kommt eine Cutscene. Was? Hier ist schon der dritte von denen? Gar nicht unten bei uns im Gewirr? Wow. Und ganz viel Bernstein. Vielleicht spezialisiert der sich auf Sand oder auf Boden? Boden vermutlich eher. Oh no. Was hat es eigentlich mit diesen Löwen auf sich auf dieser Insel? Stufe 40, Hornbulle, Wächter der Sande. Ist er schwächer als der, den wir letztes Mal gemacht haben? Komische Reihenfolge, die ich hier mache. Aber wenn wir mal schauen, wir haben Feuer, Wasser, Luft und Gestein. Wir haben alles jetzt gesehen, bis auf Luft. Also ich glaube, ich weiß, wer der Letzte sein wird. Was ist effektiv gegen ihn? Wasser. Und wie habe ich mir das gedacht? Warte, schönen Schaden. Oh, 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 oh. Oh. Ihn etwas nicht einzukrachen. Ah, bei ihm ist das. Oh, okay. Ja. Renn zu mir hin. Renn zu mir hin. Tu es. Wag es dich. Sehr gut. Boom. Bleib stehen. Was macht er? Hä? Ist das ein Ernst? Was passiert? Wie viel Schaden? Wie viel Schaden? Holy moly. Nicht mehr heilen. Und dann Angriff. Okay. Habe ich den starken Wasserschaden? Geringem Eisschaden. Was ist das? Wasserschaden. Das ist was anderes, glaube ich, oder? Ich schätze, ich kann es aber trotzdem mal. Doch, Eis macht auch gut Schaden. Komischen Pokémon-Typen, die du da hast. Wenn beides gut Schaden macht, aber na gut. Kann ich ihn wiederbeleben? Lohnt sich das, was ich gerade mache? Ich kann ihn dafür anlocken. Und ja, ich habe ihn wiederbelebt. Komm in meine Richtung, komm in meine Richtung. Komm hier hin, komm hier hin. Yes! Bam! Schnell! Boah, abhaut! Huh! Oh, der Schaden ist geil. Ziemlich hoher Schaden. Na komm, alle, die ich habe von den Kugeln. Das wird sich lohnen. Oh, oh mein Gott, wo kommt der denn Schaden jetzt her? Habt ihr es gesehen? Wo kommt die Attacke her? Oh, oh mein Gott. Ich bin zwar selber gerade in der Bedrohung, weil meine Teammates alle... Okay, ich bin selber fast tot. Muss mich heilen. Wogegen knallen? Hab ich gerade verschrocken. Hier, knallen mich rein. Tu es. Trau dich das. Mach Boom. Ich versteck mich hier. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ah. Trau dich ruhig. Komm zu mir. Du wirst nicht mal einen Angriff starten können, denn du bist schon so gut wie tot. Oh. Boom. Hornbullenbändiger. Denn der Hornbulle ist besiegt. Er schläft jetzt schön. We did it! All meine Teammates sind tot, aber ich habe Wasserbomben. Und eine goldene Goliath-Medaille. Obwohl die silber umrandet ist. Trotzdem cool. Hab ich noch Silber. Yes! Und der Typ hatte das, wonach wir
so lange gesucht haben. Hier mit dem sprechen, dann noch mit dem sprechen. Und endlich hat uns die Reise irgendwo hingeführt. Denn nun besitzen wir das Saphirauge. Damit alle 7 Drachensteine. Und nun? You did it. Miau, das ist geschafft. Du hast die 7 Steine gesammelt. Das bedeutet, dass wir endlich erreicht haben, wofür wir auf diese Insel gekommen sind. Danke, Eric. Ich sage es zwar nicht immer, aber ich bin dir sehr dankbar für alles, was du getan hast. Der Rest der Drachensteine wurde bereits im Tresorraum verstaut. Lass uns also zur Basis zurückkehren und Herrn Blechheimer die gute Nachricht überbringen. Das klingt nach einem Plan. Ein seltsamer wie ein Auge geformter Stein. Er scheint den Blick jeder Person zu fesseln, die ihn auch nur kurz ansieht. Wow. Okay. Werde ich jetzt sofort teleportiert zur Base oder nur raus hier aus dem Level? Okay, nur raus. Fände ich ehrlich gesagt ziemlich komisch, wenn ich direkt zur Base teleportiert werden würde. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich muss das hier noch finden und dann mit dem Typen reden. Denn wir müssen alle Nebenquests immer noch erledigen. Das ist egal. Das ist auch wirklich egal. Banner-Mission. Weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ist, glaube ich, auch ziemlich egal, wenn ihr mich fragt. Aber ich möchte auf jeden Fall Eisenbahn-Mission und, das haben wir ja schon geschafft, und Abenteuer-Mission. Das ist das, wonach wir suchen. Denn wir müssen, ja, aber ich glaube, ich nur noch mit dem reden. Ich glaube, ich habe schon alles, was er will. Bin mir nicht sicher. Mit Anemone müssen mit den Leuten reden und die ganzen Dinger finden. Ich glaube, das haben wir jetzt auch fast geschafft. Katzbalger wollte noch was. Ich glaube, das habe ich auch schon, was er haben will. Nee, eins fehlt mir noch. Mist. Und Ballons sammeln. Da wirklich nur noch 4? Oder kommen da noch mehr? Hoffentlich nicht. Huh. Aber es wirkt auf jeden Fall alles ziemlich close. Als wären wir bald fertig. Oh. Ah, komm. Nimm mit. Ich bin... Na, warum nicht? Nimm einfach mit. Ja. Mal gucken, wie ich das schneide oder überhaupt. Aber wir werden jetzt mal in die Höhle gehen und nach dem Monument unten suchen. Ich habe mich nur, wo wir anfangen. Ich glaube, wir gehen einfach so rückwärts. Also, von wo wir gekommen sind. Kann man irgendwo von der Richtung, glaube ich. Ja, hier geht's, glaube ich, nicht zu einer Höhle. Hier geht's nur zu einem, so aus seinem Drachen, Kopf kommen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir dahin wollen, wo wir hin wollen, müssen wir hier entlang. Hier war die Höhle. Und da ist noch irgendwas. Was ist denn hier? Warte mal. Hier war ich noch gar nicht, ne? Sieht so seltsam aus. Ach, warte mal. Aha. Geht das? Lässt mich das Spiel das machen? Also zumindest hier rüber kann ich schon mal fliegen. Ach, da ist es ja. Da hätte eigentlich der Stein hingemusst, finde ich, mit einem Bosskampf. Hat so viel mehr gepasst, so viel besser gepasst, finde ich. Ernsthaft, davon bin ich auf einem Leben? Und ja, man landet übrigens immer auf einem Leben. Sollte klar sein, aber... Egal. Mega Heilungskugel. Ja, die kommt ein bisschen spät. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Spiel irgendwie noch ein paar Stunden hätte weitergehen können. Kann ich da runterflattern? Ich muss es versuchen, was anderes fällt mir nicht ein. Auch wenn ich auf einem Kapitel wieder lande. Ich habe Angst, dass mich das Spiel gleich wieder rausruft. So, wow. Oh. Boah, wie schnell die Leiste runtergeht. Kann ich irgendwo landen? Auf dem Felsen hier? Auf dem, ja, es ist wirklich ein Drachenkopf. Auf dem Zahn vielleicht. Oh mein Gott, nein. Nein. Komm, ein Leben. Okay, immer ein Leben. Sehr gut. So, schnell heilen. La, 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 la. Denn ich wollte mir noch die Kiste hier hochholen. Die einfach komisch draufsteht. Ah, und Chimärflügel kann man einfach so finden? Ha. Ich lerne immer wieder was Neues. Interessant. Stufe 40 Cyberbully. Gegen den will ich kämpfen. Hey, du da! Mann, schau mal, wie cool das wäre, wenn wir den noch in unser Team bekommen könnten. Ja, wenn ich schon mal darüber rede. Ich gebe ihm mal eine dicke Freundeskugel. Wir sind dicke Freunde, wir sind dicke. Du Dicke. Sieht doch genauso. Schön. Und einen Charme zur Erinnerung, den nehme ich mir noch mit. Irgendwo bei einem Steinehaufen? Wo ist denn hier ein Steinehaufen? Der hier? Nee, der hier? Vielleicht?
Vielleicht nicht? Nein. Dann nach vorne vermutlich. Hier ist die Steintafel. Perfekt. Perfekt. Oh, hier ist es. Der Schatz von Drachenkopf 2. Oder 1? Wir wissen nicht, wer von denen der Erste ist. Wenn es überhaupt noch eine Reihenfolge gibt. Na, was auch immer. Was steht denn hier geschrieben? Was steht hier geschrieben? Wir kämpfen hier. Kämpft einer? Ach, die kämpft. Was machen die da? Hey! Nach Beute jagen könnt ihr auch später. Madra und Padra erschufen die Drachendeutsche als ein Symbol für ihre Liebe und ihr gegenseitiges Vertrauen. Was soll uns das sagen, wenn Eric und Mida als Geschwister das genommen haben? Naja, egal. Hey, Mission, geschafft, irgendwas. Ah, wir haben alles jetzt gelesen. Wir müssen ihr noch Bericht erstatten wahrscheinlich. Weiß ja nicht, wo sie ist, aber ja. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt auch geschafft haben. Da fehlt ja wirklich nur noch Katzbalger und Ballons. Und dann, hey, ist aber, ne? Wow. Soweit ich weiß, war hier vorne, ja, der Lift nach oben. Das heißt, man kommt hier wirklich nur hin, wenn man fliegen kann. Also das Springen, das Hochwerfen und das Fliegen, das sind Abilities, die required sind, die man wirklich braucht. Das Schnellsein kann man theoretisch auch ersetzen mit dem Schatten. Da kommt man vor allem dann auch im Dingsbereich weiter, im Wintertalbereich. Da gibt es ja sehr viele Orte, wo man Schatten braucht. Die anderen Abilities, also generell, gibt es wirklich nur zwei Abilities, die wichtig sind, super wichtig sind. Ich finde es super, wie er guckt. Ja. Und dann auch diese epische Musik als Dank. Ich muss mich ja bei dem Spiel bedanken. Abenteuer hat Spaß gemacht. Aber es scheint sein Ende zu finden. Ich hoffe, euch hat nicht gestört, dass ich die Folgen immer ein bisschen länger gemacht habe. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Aber was meint ihr? Seid ihr fertig da hinten? Müsst ihr euch jetzt nicht kämpfen? Danke. Zwei Steinmonumente stehen auf dieser Insel. Darüber hinaus gibt es noch einen am Dutheus-Gletscher. Finde bitte die alle. Ah, der hast du schon, tatsächlich. Sag mal, was da drin ist? Also draufsteht? Ja? Ah, oh, so. Das steht also drauf, ja? Puh, jetzt kann ich Prinzessin Anemone endlich Bericht erstatten. Ach, bevor ich es vergesse. Hier neben diesen grünen Schlüssel, den ich gefunden habe. Ich glaube, er öffnet eine Truhe derselben Farbe. Ich habe keine Ahnung, wo so eine Truhe sein könnte, aber wahrscheinlich ist sie sehr schwer zu finden. Ja, mal gucken, ob wir die noch aufmachen. Aber wir haben ihn. Ein Schlüssel, auf den Tremont aus Anemones Leibgarde zufällig gestoßen ist. Offenbar lässt sich mit ihm eine Schatztruhe derselben Farbe öffnen. Und wir kriegen die Statue von Condorian. Prinzessin Anemones treuem Gefährten. Und ein Flügel. Ja. Wir haben wirklich genug Flügel. Braucht man keine Angst haben in dem Spiel. Also immer schön benutzen, wenn ihr sie habt. Tja, nochmals danke für deine Hilfe. Also man muss nicht, aber kann man. Ich glaube, jetzt muss ich keine Angst mehr haben, dass die Prinzessin mir eine Standpauke hält. Ihre Hoheit mag äußerlich zwar sanftmütig und gefasst wirken, aber sie hat ein feuriges Temperament. Jedes Mal, wenn ich mich der geringsten Gefahr aussetze, geht sie gleich an die Decke. Das reinste Pulverfass. Oh. Okay. Ja. Damit hat das Spiel bestätigt. Wir müssen nur noch mit Anemone reden. Die hat ja noch was vor. Sprich im Lager der Ebene mit ihr. Lager der Ebenen? Ist das hier vorne? Ebene. Ja. Sophanisches Jager. Ebene. Bla bla. Hilf Anemone. Doch. Da geht's dann also weiter. Okay, aber gehen wir erstmal zur Base. Bevor wir zum Drachenschädel gehen, der letzte Ort, wo noch was gemacht werden kann. Gehen wir erstmal unser Treasure appraisen. Ja, ich überleg mal, ob ich vielleicht nochmal offscreen alle Schätze des ganzen Spiels sammle. So diesen Pokédex vollfülle, den Treasure Dex. Weiß ich, ob sich das lohnt. Kriegt man was dafür? Ich weiß, ich muss mir auf jeden Fall gut überlegen. Schon dunkel geworden. All in a day's work. Das ganze Abend an einem Tag. Nein, das ist nicht. Und drei neue Treasures. Das sind geile Schätze. Denn wir haben eine schöne Axt. Eine krumme Kampfaxt. 1,1 Millionen. Eine Holzfäller-Axt, die auf das Fällen von Feinden statt Bäumen umgeschult hat. Ja.
Eisenpeitsche, aber wir haben die bessere Peitsche schon. 2,5000? Nee. 250.000, bin dumm. Eine Peitsche, deren Spitze ein scharfer Eisenstachel ziert. Oh, das ist ein geiles Schwert. Ein Zombie-Spalter! Hier habe ich einen Minecraft haben, Mann. 3,2 Millionen. Dieses Schwert wurde geschmiedet, um die untoten Horden der Hölle zuzuschlagen. Oha, da habt ihr es gehört. Zombies aus der Hölle. Nicht aus dem Friedhof. Okay, gut. Unter dem Friedhof ist wahrscheinlich die Hölle. Na klar, weiß man nicht. Und darüber der Himmel, weiß man nicht. Könnte sein. Achso, stimmt, das haben wir auch noch gesammelt. Schon wieder vergessen. Nur ein bisschen schade, dass dieser Schlitz da im Auge, diese Pupille, so ein bisschen verpixelt ist. 40,5 Millionen! Wow! Unser seltenster Schatz? Fragezeichen? Glaub nicht. Und die Shard of Gondolin ist 2,7 Millionen. Auch nicht schlecht. Und poliert! Ja. Über 1 Million, schön. Boah, guck mal, wie rot der leuchtet. Der wird unbedingt mit uns reden, aber... Mal kurz schauen, wie weit sind wir zu Rang 14? Weil wir müssen Rang 14 erreichen. Das ist noch was Wichtiges. Ob wir das hinkriegen? Weiß ich nicht. Schatzliste. Unterkategorie vollständig. Drachenstein. Wir kriegen da... Oh, what? Wir kriegen dafür eine Jadeschleim-Medaille. Die ist regenbogenfarbig. Plus 20 auf alles. Und einen sogar 25. Wow. Die sollte ich ausrüsten, auf jeden Fall. Ha. Huh. Ja, das ist aber auch komisch. Bei den Schätzen steht ja nicht mal, wie viele es überhaupt gibt. Hä? Warum das denn? Sehr fragwürdig. Und Firlefanz ist das gleiche Prozedere. Da steht's auch nicht. Ich weiß nicht, was Repliken sind. Hm. Na gut. Reden wir mit ihm. Na sowas! Die Freude steht dir ins Gesicht geschrieben! Was gibt's denn, Eric? Ich habe alle 7 Steine gefunden. Was? Du hast tatsächlich geschafft! Du hast sämtliche 7 Steine gefunden! Als jemand, der dich auf deiner Reise aus vollen Kräften unterstützt hat, könnte ich nicht stolz auf dich sein. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für so eine ungehörige Gefühlsäußerung. Nein, wir müssen die Drachenscheine aufreihen und ihre Pracht bestaunen. Kommt jetzt eine Dragon Ball Szene oder was? Ich kann sie allerdings nicht alleine tragen. Fräulein Schnursela und Herr Porkus, seid ihr so gut wie zu helfen? Ich habe sie mit größter Sorgfalt verstaut. Also wird es ein bisschen dauern, sie wieder hervorzuholen. Bitte geduldig, Eric. Okay. Kommt schon das Ende? Ich wollte doch nicht beenden. Oh no. Where are they? They're really taking their time. Listen, Mia. Was denn, Eric? What they wanted us to do, well, we've done it, haven't we? Uh-huh. Maybe we should head back home now. Nach Hause? Uh-huh. Aber wir wollten doch Schatzjäger werden. Here we are. Andererseits, was wollen wir hier? Hier gibt's keine Zukunft. Nur Schätze. This is all thanks to you. Die Freibeuter! Kapitän Silberbein! Ach du liebe Zeit, wie schrecklich! Silberbein ist gekommen, um uns zu holen! Und er scheint es ernst zu meinen. Aber wir dürfen nicht in Panik verfallen. Unser Team kann jedem Gegner die Stirn bieten. Wir werden die Gefahr im Handumdrehen bannen. Ich werde die 7 Steine beschützen, während du die Angreifer zurückschlägst, Eric. Ich werde Herrn Blechheimer helfen, die Drachenscheine zu bewachen. Erteile du diesen Piraten eine Lektion. Wem willst du? Guckst woanders hin. Melde dich beim Eisenbahnbanner, wenn du bereit bist, den Kampf gegen die fliegenden Freibeuter aufzunehmen. Der Final Boss. Silberbein. Es war klar, dass er noch was von uns will. Aber hey, kann ich mit dir sprechen? Was gibt's denn? Eyes on the prize. Geht das nicht? Nee. Eyes on the prize. Irgendwie will er noch nicht reden. Müssen wir jetzt wirklich den Kampf machen? Ich spare mir den auf. Bin ganz ehrlich mit euch. Ich spare mir den auf. Machen wir beim nächsten Mal. Ich hole mir erstmal noch kurz die... Was? Es sieht so aus, als könntest du gerade tägliche Mission. Sieht nicht danach aus. Und abhauen darf ich auch nicht? Dafür ist keine Zeit. Ich muss jetzt kämpfen. What? Ja, okay. Dann, Freunde, ihr habt's gehört.
Obwohl, Mina, Eric ist erschöpft. Du möchtest es bestimmt machen, oder? Am liebsten bist du you? Nein, am liebsten bist du you. Mal schauen, ob ich jetzt einen Cut mache. Oder es hier sofort weitergeht. Aber scheinbar sollen wir jetzt kämpfen. Oh je, Mina. Neue Bewerber hat übrigens auch noch. Fossi! Ein Exploiter. Der exploitet hier alle. Oha. Anything else? Hier geht's jetzt richtig ab, Freunde. Ich hab schon wenig Angst, wenn ihr mich fragt. Das wird schon gruselig. Not bad at all. Aber na gut. Ich schätze, es wird Zeit, gegen ihn zu kämpfen. Gegen Silberbeins fliegende Freibäder kämpfen? Ah, ich will doch nicht. Ich muss speichern. Ich habe Angst. Darf ich speichern? Danke. Okay, Silberbein, ich habe doch keine Angst mehr. Jetzt geht's los! Dieser andere Typ. Den haben wir noch gar nicht getroffen. Oh, wieder Schatias und Sparta. Let's have some fun. Erstmal gegen die nochmal kämpfen. Okay. Gegen seinen Trupp. Das ist unser Treasure. Was ist wirklich das Team? Die sind ja gerade bei Stufe 40. Wir sind schon bei Stufe 50. Ich dachte, wir werden jetzt Stufe 50 sein oder so. Oder viel zu hoch. Das geht ja noch. Vielleicht lehnt es sich auch immer an einem an. Wie hoch man selber ist. Aber das kann ja gar nicht sein, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind wirklich einfach nur schwach. Und Golemina sollte ich mal schnell heilen. Wow! Was ist das für ein Angriff? Oh, Chatia ist da. Verschwinde! Aua! Das reicht! Bam! Take this! Jetzt kommt Golemina! Der Todeskönig könnte gefährlich werden. Seien wir auf der Hut. Okay, der ist schon mal down. Aber ich brauch schon hier. Okay, sieh du aus, sieh du aus. Bam. Du auch. Bleib schon stehen. Genug. Hast du genug? Aha! Er freut sich ja voll. Aha! Schluss aus Mickey Maus für dich! Wir wollen zu Kapitän Silberbein! Nicht zu Weicheischuppen Junior! Ja. Ich wollte gerade sagen, dass es verschwinde, aber dann verschwindet er schon im dichten Nebel. Komm, ist er jetzt besiegt? Yes. Brumm. You haven't seen the last. Oder war das auch lange nicht das Ende? Schauen wir mal. Ich dachte nämlich, jetzt kommt schon das Finale, aber vielleicht war das nur so ein Zwischendurchkampf. Um euch zu zeigen, jetzt wird's ernst. Vielleicht kommt der richtige Kampf erst mal am Drachenschädel. Oder gegen ihn? Grunt. Wir haben gewonnen. Team Drachenbande erringt den Sieg. Aber wie? Ich meine, wir haben so hart trainiert, dass wir nicht härter hätten trainieren können. Aber als es drauf ankam, hat es nicht gereicht. Ich kann nicht glauben, dass wir schon wieder besiegt wurden. Ja, das ergibt einfach keinen Sinn. Wie kann ein kleines Bike, wie du die stärksten Kämpfer der Freibeuter besiegt haben? Wer bist du? Wer bist du wirklich? Tja, wer du auch sein magst, wir wissen es zu schätzen, dass du dir Zeit für dieses erbauliche kleine Geplänke genommen hast. Besten Dank. Was soll das bedeuten? Whoa. Ah! Das war Herr Blechheimer! Die Drachenscheine! Schnell! Mida, wir müssen sofort zurück! Nein, das kannst du nicht... Das war nur eine Ablenkung? Deshalb waren die so schwach. Silberbein hat sich währenddessen die Steine geholt. Pech gehabt. Jetzt wird Kapitän Silberbein sich endlich den Schatz aller Schätze holen können. Nein. Das geht doch nicht. Blechheimer. Was zum... Hey. Wieder. Sieh nur. Da drüben. Der ist er wirklich, oder? Ja. Der hat sie alle geklaut. Das ist eigentlich böse. These treasures are all mine.
thanks for finding them for me. You really shouldn't have. You monster! Those belong to us! If you'll excuse me, these beauties have something to show me. Oh nein. Er hat auch die Ability. Die Insel. Isla Dorada? There she is, La Isla Dorada. Isla Dorada. Well, my blue-eyed friends, I suppose I'll see you around. I suppose. Fiesling! Gemeiner Halunke! Ich fasse es nicht. Und das nach all den Schrapazen, die wir auf uns nehmen mussten, um die Drachenscheine zu sammeln. Es tut mir ja so leid. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich weiß nicht wie, aber sie waren urplötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ja, wie furchtbar. Die ganze Mühe und alles war umsonst. Hey, reiß dich zusammen und hör auf zu jammern. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Anscheinend ist Silberbein auf dem Weg nach nach Isla Dorada. Wenn wir ihm dorthin folgen, können wir uns die 7 Steine zurückholen. You're right. Du hast recht. Und um Isla Dorada zu finden, brauchen wir den Wolkenkompass, stimmt's? Silberbein scheint die Insel auch ohne den Kompass aufgespürt zu haben. Was bedeutet, dass der Wolkenkompass noch irgendwo da draußen sein muss? Aber wo ist er? Wir haben keinen Schimmer, wo wir anfangen sollen zu suchen, oder? Das reicht. Wir stecken wohl ein bisschen in der Klemme. Hang on. Ich habe eine Vision. Der Spiegel. Unten. Jetzt ist nicht der richtige Moment, aber wenn du einmal wirklich nicht mehr weiter weißt, dann kehre hierher zurück. Jetzt sollten wir da zurückkehren. Mia erinnert sich erinnert die anderen an den mysteriösen Spiegel im Gewirr. Oh yeah. Ach ja, ich erinnere mich an diesen Spiegel. Das war der, von dem Prinzessin Adamon sagte, dass er das Gesicht des Ritters widerspiegelt, stimmt's? Ich hätte selbst darauf kommen können, ich Idiot. Tja, jetzt gerade wissen wir tatsächlich nicht weiter, also sollten wir da mal einen Abstecher machen. Meinst du den trüben alten Spiegel unten im Keller? Was hast du mit dem Ding vor? Ich vertraue den beiden. Ich meine, schließlich waren sie es, die alle Drachenscheine gesammelt haben. Sollen sie also nur weiter ihrem Instinkt folgen? Ich habe das Gefühl, dass sie eine Lösung finden werden. Da hast du recht, Porkus. Und es ist ja auch nicht so, als hätten wir eine andere Wahl. Na schön, ich werde mein Vertrauen auch in euch beide setzen. Great. Großartig! Steigen wir also ins Gewirr hinunter und werfen wir einen Blick in diesen Spiegel, um mehr über den Wolkenkompass herauszufinden. Alright. Das kann auch ziemlich spannend werden beim nächsten Mal. Oh, Junge.